dieser Tage hätte der erste Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden seinen 59. Geburtstag gefeiert. Seit gut 29 Jahren ist dieser allerdings Geschichte. Doch so manche Nachwirkung oder Begebenheit erinnert noch daran. So auch die noch bis zum 24. November andauernde Ausstellung im Rathaus von Reichenbach. Unter dem Titel »Voll der Osten – Leben in der DDR« zeigen Fotoplakate unterschiedlichste Situationen im Alltag der damaligen Bevölkerung. Dabei ist fast jede Alters- und soziale Gruppe auf dem Zelluloid gebannt. Dem 1954 in Radebeul geborenen Harald Hauswald gelangen dabei interessante Schnappschüsse. Zur Eröffnung der Ausstellung äußerte sich auch Reichenbachs OB Raphael Kürzinger zu Vergangenheit und Gegenwart, voll im Osten. Die DDR ist schon lange Vergangenheit. 1989 war die politische Wende gewesen und mit den vielen Jahren verblassen Erinnerungen. Und ich merke das immer wieder auch in Gesprächen, gerade mit jungen Menschen, die nicht wissen, was in der DDR los war. Und wenn man mal den Spruch hernimmt, ohne Herkunft keine Zukunft, dann muss man wirklich darüber nachdenken, immer mehr politische Bildung in den Schulen zum Beispiel anzusetzen, um die Erinnerung wachzuhalten an damalige Verhältnisse, wie es in Deutschland einmal aussah. Wir sind ja gerade hier im Osten Deutschlands von einer Diktatur in die andere gerutscht und das ist gefährlich. Man sieht es ja, die Auswüchse heute, die politische Demonstrationen verursachen in Dresden, in Chemnitz, wie Unverständnis oftmals auch in Teilen der Bevölkerung da ist. Und da ist ganz, ganz wichtig, politische Bildung heute wieder auf den Weg zu bringen. Für den einen oder anderen Besucher werden beim Anblick so manche Erinnerungen wach. Genutzt werden sollten auf jeden Fall die ergänzenden QR-Codes, die auch über das Vogtland-Freifunknetz im Eingangsfoyer des Rathauses empfangen werden können. Für Schulklassen gibt es ergänzendes Begleitmaterial. Auch diesbezüglich gibt es Berührungspunkte zum Thema »Voll im Osten«. Was ich mir wieder wünsche, ist vielleicht ein Stück weit Zusammenhalt, der zu DDR-Zeiten da war, unter den Menschen. Und ja, vielleicht auch dieses einheitliche Bildungssystem, wenn man mal das Politisieren dort rausnimmt, die ganzen rot gefärbten Teile dieses Bildungssystems. Aber so war es doch ein gutes Bildungssystem, was uns letztendlich in der gesamten Republik einheitliche Lehrpläne vorgeschrieben hat. Und jeder hat alles gleich gelernt und jeder war an jeder Stelle in unserem Land auch mit seinem Zeugnis gleichwertig. Auch wenn der Großteil der Fotos in Ost-Berlin entstand, Vergleiche zu Reichenbach und dem Vogtland liegen oft sehr nahe.